Alle Leute, willkommen zurück zu nicht Hearts of Iron 4, sondern City Skylines. Und nachdem wir letztes Mal so schön hier ja über San Francisco so ein bisschen abgelästert haben, tatsächlich. Gar nicht böse gemeint für irgendjemand, der San Francisco mag, wie gesagt, aber ja, muss ich mir jetzt doch nochmal Gedanken machen, wie ich schnell an mehr Bauplatz komme, weil. Ja, so wie es aussieht, hier hinten, die Industrie boomt gar nicht, weil Arbeiter fehlen. Kann man auch irgendwie verstehen. Denn wirklich viele Arbeiter haben wir hier nicht. Die meisten davon sind irgendwie halb ausgelastet. Hier haben wir 2 von 12 Arbeitern. Eek. Das sieht man gar nicht so gerne. Ja, so, wie machen wir es als nächstes? Ich hatte ja gedacht, vielleicht könnten wir hier noch was reinmachen, aber wenn ich mir so die Topografie angucke, na, obwohl, das könnte eigentlich schon ziemlich cool werden. Man müsste allerdings einen kompletten neuen Zugang bauen. Und ich glaube, unser nächstes Projekt wird der Highway werden, den wir hier so ein bisschen rumbauen. Vielleicht hier bis hierhin. Oder irgendwie so ein bisschen weiter und dann hier so eine Abzweigung machen. Hier unter diesem Gebirgsmassiv durchtunneln lassen. Und dann hier zu so einem Örtchen werden lassen. Irgendwie hier drin in dieser Kuhle. So ein kleines verlassenes Örtchen. Erinnert mich so ein bisschen an die Topografie, wo mein Opa bis neulich noch gewohnt hat. Es war auch so ein, man kommt durch Wald, man fährt über Berge hinweg und dann kommt man in so ein kleines Tal, was so komplett von der Welt abgeschnitten ist und dann am Rande dieses Tals, am Rande des Hügels, des nächsten Hügels, im Wald wohnt mein Opa. Also wohnte mein Opa. Jetzt wohnt mein Opa mit meiner Mutter zusammen. Weil er jetzt einfach nicht mehr, ja. Ich meine, wenn man alt wird, ich meine, man wünscht es keinem, aber wenn man alt wird, dann ist es ja meistens so, dass man so ein ganz großes Haus, und mein Opa hatte jetzt ein wirklich großes Haus, nicht mehr alleine gestemmt bekommt. Und dann muss man sich halt irgendwas machen. Und es ist immer noch besser, dass mein Opa jetzt mit meiner Mutter zusammen wohnt, als dass er irgendwie abgeschoben wird ins Altersheim oder sowas. Und dann kostet das Geld und es ist so unpersönlich und niemand hat irgendwas davon. Dann doch lieber so. So, wie geht's hier euch eigentlich? Wie geht's eigentlich meinen Leuten hier unten in der Stadt? 0 von 1 Haushalte. Hoppla. Da sind wohl einige Leute ausgezogen. Wahrscheinlich sind die umgezogen hier oben in die Stoppeldorf Hills. Aber die hier unten sind eigentlich super glücklich. Erhöhen sie den Bodenrichtwert, um die Verbesserung von Gebäuden zu ermöglichen. Alles klar. Und wie sieht's hier aus? Ja, 3 von Dings. Bilden Sie mehr Bürger. Das haben wir hier wahrscheinlich auch. Bilden Sie mehr Bürger. Ja, müssen wir so ein bisschen Schulen bauen. Da haben wir 109, ja, ungefähr 190 von 300. 370 von Kapazität 3000. Ja, wahrscheinlich das Einzugsgebiet ist wahrscheinlich einfach zu klein. Was passiert, wenn wir unten jetzt noch so eine Schule hinbauen? Ja, auch nicht so das Wahre. Vielleicht können wir, bevor ich jetzt den Highway noch baue. Na, jetzt ist schon wieder dunkel hier. Wird's gerade hell oder wird's gerade dunkel? Ich habe so das Gefühl, es wird gerade hell, aber ich könnte mich auch irren. Können wir hier durchtunneln und dann hier oben auf diesem kleinen Plateau vielleicht noch was bauen? Das wäre auch ziemlich nice. Von der Anschauung her zumindest. Aber wir können oben drüber bauen, okay. So wollte ich das jetzt tatsächlich nicht, aber das dürfte auch okay sein. Ich meine, wenn die... Oder? Ach nee, da wird ein kleiner Tunnel draus, okay. Kleiner Tunnel ist okay. Lassen wir den hier wieder rauskommen. Ja, das gefällt jetzt den Leuten hier ein bisschen nicht ganz so sehr. Aber das ist immer noch zu verschmerzen. Können wir hier ein bisschen was bauen. Hier ein bisschen was bauen. Und kriegen wir es hin, hier wieder zurückzukommen? Ja.
Allerdings schaffen wir es, glaube ich, nicht hier runter zu tunneln. Habe ich so, oder irgendwie zu gehen. Ja, das ist zu steil. Und wenn wir von hier aus gehen, wahrscheinlich auch nicht. Okay. Können wir von hier aus gesehen nach... ja, können wir. Da können wir so eine zweite Connection machen. Also wenn wir dann hier durchgehen, vielleicht noch irgendwie hier durch zum Industriegebiet und dann hier... Ja, das könnte mir gefallen. Die Sache ist, was baue ich hier hin? Weil es ist schon ziemlich weit von den nächsten Services entfernt. Das ist auch so ein bisschen mein Bedenken. Kann ich wenigstens hier irgendwie runter... Ja, ich könnte hier, aber es ist auch nicht wirklich... Ist auch nicht wirklich nah. Man könnte das Ganze irgendwie so laufen lassen. Es ist sogar ziemlich okay. Dann kommen die Leute rein und raus und alles und... Ja, es ist so ein... Ein bisschen versteckter Pfad, aber man sieht jetzt schon, die Leute fahren hier durch. Das heißt, sie haben schon mal kürzere Wege, als wenn sie jetzt, was weiß ich, hier lang fahren und dann da und dann da und dann hier hinten und dann so und dann was auch immer. Okidoki. Dann erweitern wir jetzt mal unser Dings hier nochmal. Ich möchte, glaube ich, auch, dass das hier so ein bisschen zu diesem High Class dazugehört. Einfach wegen der Aussicht auf die Altstadt hier. Vielleicht auch so ein bisschen auf den Highway. Hat man hier eigentlich... Ja, man hat sogar mehr Blick, ja? Also... Ja, das sieht jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen nach Los Angeles aus. Ach, hier. Nur die Skyline ist halt so ein bisschen... Ja, nicht wirklich eindrucksvoll. So, dann... Würde ich sagen, wir bauen hier hinten eine Schule rein. Wenn das irgendwie passt. Das würde passen. Das ist dann auch so ein bisschen... Ja, nicht wirklich High-Class-Schule, aber so ein bisschen für hier oben die Bevölkerung. Und... Dann bauen wir den Rest davon hier aus mit... Häusern. Und da müssen wir gleich noch, am besten jetzt, Rohre hinlegen. So, das dürfte reichen. Elektrizität dürfte ein kleines Problem sein, weil wir hier keine direkte Verbindung haben. Da müssen wir dann einfach... Ja, so wie es aussieht, müssen wir einfach von hier... Ist jetzt nicht ganz so nice für die Leute, die da wohnen, weil wer will schon so einen Mast im Hintergarten, im Hinterhof haben. Aber ganz ehrlich, die Leute, die hier wohnen, das gehört zwar noch so ein bisschen zu den Stoppeldorf-Hills dazu, aber ja, man hat hier auch keinen Ausblick oder sowas. Das ist jetzt so ein bisschen Rückzugs-Area, ja. Für die Leute, die nicht mehr hier unten wohnen wollen, aber die auch nicht das Geld haben, sich hier vorne so eine Cliff-Wohnung zu leisten. Ja, das hört sich ganz okay an. So, was wollt ihr jetzt noch, um aufzusteigen? Bilden Sie mehr Bürger? Ja, das ist ganz klar. Bilden Sie mehr Bürger hier auch? Hier auch. Okay, das heißt, wir müssen einfach eine bessere Bildung haben. Allerdings, ja, hier, die sind eigentlich noch ganz okay. Die reichen nicht bis hier ganz hinten hin, aber das ist ja auch erstmal zweitrangig. Und ansonsten grundschulmäßig, ja, wir könnten hier noch eine hinpflanzen, wenn wir... den Bereich hier auch nochmal wirklich gut abdecken wollen. Boah, ich hasse das, dass die Schulen so einen kleinen Einzugsbereich haben. Das ist auch so unrealistisch. Ich meine, es gibt ja bestimmt auch Leute, es gibt Leute, die fahren erstmal eine halbe Stunde oder so mit dem Bus, bevor sie dann ja, irgendwie in der Schule sind. Und hier kannst du ja hinlaufen. Hier kannst du in 10 Minuten kommst du von hier nach da oder sowas. Ja gut, dann bauen wir noch eine Schule hin. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Zumindest was die Bildung angeht. Und dann, wir haben jetzt etwas über 100.000. Dann pausieren wir das Ganze jetzt mal und
Ja, so leid mir das tut, müssen wir das jetzt hier erstmal etwas löschen. Ich meine, das können wir noch mal behalten. Aber wir müssen jetzt hier einen richtigen Highway hinbauen. Damit wir auch so ein bisschen mehr Expansionsmöglichkeiten haben. So, Autobahn. Autobahn, Autobahn. Jetzt fahren die ganzen Lastwagen und so da überall. Dann. Ja, können wir im Grunde genommen ziemlich eng machen hier. Na, jetzt doch etwas näher in der Stadt, als ich wollte. Aber es dürfte jetzt auch nicht das große Problem sein. Gehen wir hier einfach wieder ein bisschen zurück. Dann behalten wir uns im Kopf, dass wir noch die andere Bahn dazu machen müssen. So, aber dann ziehen wir das jetzt einfach mal bis hier hinten hin. Lassen es einmal umdrehen. Weil wir müssen es ja auch irgendwie wieder zurücklaufen lassen. So leid es mir tut. Am besten auch wieder so eng wie möglich an der anderen Autobahnlinie dran. Aber das ist jetzt ein bisschen zu eng. Da überschneiden die sich ja teilweise schon. So, hier kann es jetzt wieder ein bisschen enger werden. Das sieht jetzt ein bisschen hakelig aus. Ist es auch. Und hier wird das Ganze wieder zurückgeschickt. So, alles klar. Ja, ist nicht allzu regelmäßig allerdings. Hier geht es ja auch durch ziemlich hügeliges Gebiet. Das ist schon okay so. So, jetzt kommen wir zum Halsbrecher eines jeden City Skyline Spieler, nämlich die An- und Abfahrten von Autobahnen. So, wie war das? Wie können wir jetzt hier nochmal rauf und runter gehen? Was waren die? Ah! Was waren die Kommandos dafür? Ich möchte, dass du hier drüber gehst. Nein. Verdammt! Okay, das war Kamera drehen. F, nein. Nicht C, nein. Hoppla, nein, das ist eine ganz andere Taste. Können wir jetzt. Nein, gehen wir von hier. Verdammt, was war das? Bild, okay. Bild auf und Bild ab. Ich habe jetzt alles mögliche gedrückt, plus, minus, alles nicht funktioniert, aber Bild auf und Bild ab. So, dann teilt sich das hier und dann können die gucken, wo die hinwollen. Und hier war das wieder so ein Engpass leider. Achso, Bild auf, Bild ab. So eng müsst ihr da gar nicht sein. So, wie gesagt, es muss nicht allzu schön aussehen. Es muss nur irgendwie funktionieren. Kann ich da jetzt schon wieder runter? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber so. Und so. Da habe ich jetzt die eine connected, das heißt, wir sollten jetzt auch noch die andere connecten. Die kann ich hier ab. Und da wieder drauf oder so. Oder ich gehe wirklich hier raus. Mach dann so einen Selbstmord-Turn. Gibt das eine Ampel? So wie es aussieht, gibt es keine Ampel. Das ist ziemlich gut. Und von hier aus
Ah, sieht eigentlich auch ziemlich kacke aus. Könnten wir eigentlich direkt so gehen? Alles klar, dann die Leute, die dahin wollen, die Leute, die dahin wollen. Und dann haben wir hier zumindest mal ein On und Off. Das sieht ziemlich scheiße aus, ja. Aber es ist individuell. Und ja, hier darf man auch nicht größer sein als 2,50 Meter. Also so ein großer Lastwagen passt hier schon nicht mehr durch. Egal, es wird hoffentlich, denke ich mal, funktionieren. Und das hier sieht auch etwas komisch aus, aber... Ja, was soll's. Es wird, denke ich mal, funktionieren. Und danach können wir auch nochmal hier, hoppla, hier rein und rein und raus und dann hier rum und sowas. Und das wird funktionieren. Aber ich will jetzt erstmal gucken, natürlich, wenn wir dann Pause wieder wegmachen, ob das hier auch so funktioniert. Oder ob die Leute hier einfach komplett kaputt gehen dabei. Ihr habt kein Wasser. Wieso habt ihr kein Wasser? Das ist ziemlich schlecht. Aber ihr habt Strom? Ja, ihr habt Strom. Hat noch jemand kein Wasser oder Strom? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Heißt das, ihr habt die ganze Zeit auch nicht wirklich gearbeitet? Keine Ahnung. Es ist erstaunlich wenig Betrieb dafür, dass wir... Also zumindest mal eine Stadt. Das ist jetzt keine große Stadt, aber dass wir eine Stadt haben. Und nur eine Zu- und Abfahrt. Also scheint zumindest kein großer Stau zu entstehen hier. Wie sieht's mit Strom aus? Oh, ja. Da müsste ich mal wieder was bauen. Ich lasse das jetzt erstmal da ein bisschen laufen und gucke mir gleich an, wie das. Ja, wie das so weitergeht hier. Gefälle zu steil. Gefälle zu steil. Hinten ist wahrscheinlich auch dann gleich Gefälle zu steil. Ja, richtig. Okay. Das heißt, wir müssen dann anfangen, hier auf der anderen Seite zu bauen. Das dürfte aber jetzt nicht so das große Thema sein. Hier ist wirklich schon Gefälle zu steil, wirklich. Ort ist bereits belegt, Gefälle zu steil. Ah, dann haben wir hier auf der Seite gar nicht mal so viel Bauplatz. Nee, das ist wirklich alles Gefälle zu steil. Damn! Aber unser Windpark wächst und... Wow. Krasse Welle. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Wasserverfügbarkeit. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt mal unsere zweite Pumpe in Betrieb. So. Das dürfte das auch wieder geklärt haben. Strom ist immer noch da. So, wie sieht's aus mit Betrieb? Wir haben null Betrieb hier. Erstaunlicherweise. Also hier, die Autos, die da stehen, die sind alle nur geparkt. Wieso auch immer in diesem einen Haus. Okay, ist die Apotheke. So viele Autos stehen. Ist wahrscheinlich gerade die große Party. Erhöhen sie den Bodenrichtwert. Aber ansonsten sind die eigentlich... Wow, Level 4 von 5. Bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf. Ja, 2 von 3. 4 von 5. Na, fast 4 von 5. Oh, fast 5 von 5. Die haben sowieso nur ein Level. Wie sieht es hier industriemäßig aus? Verlassen. Wahrscheinlich zu wenig Arbeiter. 3 von 3. 3 von 3. Oh, meiner Stadt geht's richtig gut. Wie sieht es bei euch hier oben aus? Na, 3 von 5. Ist es immer noch die Bildung? Bilden sie mehr Bürger? Bilden sie mehr Bürger. Okay, die hier oben haben tatsächlich, so wie es aussieht, ein bisschen Probleme mit Bildung. Ja, kann man verstehen, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist und von Mami und Daddy lernt und das ganze Geld in den Arsch geschoben bekommt und sowas, dann lernt man halt nicht viel bei, ne? Die ganzen Arbeiter hier unten, die gehen brav zur Schule und die haben dann eine richtige Bildung und sowas und die hier oben, die bekommen halt alles von Mami und Daddy bezahlt. Ist verständlich. So. Wie schaut's aus? Wie sieht's eigentlich aus mit unseren Toten? Wie sieht's aus mit unseren Toten? Abfallentsorgung, Tote. Nein, wo sind die? Da. Friedhofsauslastung 15% nur. Da geht noch was. Krematorium 10.000. Alter Schwede. Da brauchen wir noch ein bisschen was.
Wie sieht's aus mit... Was wollte ich gucken? Abfall. 83%. Oh ja, okay. Da brauchen wir definitiv eine neue Abfalldeponie. Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Können wir die hier hinten reintun? Ja, das Gefälle wahrscheinlich zu steil. Aber hier werden gerade sowieso keine Gefälle zu steil. Keine Dingsies reingebaut. Nein, wir wollen keine Abfahrt. Wir wollen eine normale Straße. So, und dann höchstwahrscheinlich auch hier dann irgendwie später oder bald. Irgendwann später oder bald. Ist auch eine gute Aussage von mir. Dadurch. Und eigentlich wollte ich nur kurz gucken, ob wir hier, wo war es jetzt, eine Mülldeponie packen können oder ob hier zu wenig Platz ist. Sieht mir, das Gefälle ist überall zu steil hier. Beziehungsweise Ort ist belegt und na, Gefälle zu steil ist überall. Na okay, dann können wir da wirklich nicht so viel hinbauen, aber vielleicht können wir hier noch so ein bisschen Industrie reinklatschen. So, dann braucht ihr, glaube ich, auch noch ein bisschen Wasser. Strom dürftet ihr haben, dadurch, dass es ja hier ziemlich in der Nähe ist. Und dann klatschen wir hier einfach noch so ein bisschen Industrie rein. Und ich würde sagen, das wäre es dann auch für diese Folge. Und wir sehen uns gerne das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.